Ja, Mahlzeit, Leute, und einen wunderschönen guten Tag zu einem weiteren Video von mir. Und zwar geht es heute mal wieder um Minecraft 2. Kommt jetzt beispielsweise eine Innenausstellung rein, also ein Kabel eingebaut, neues Fahrwerk kam rein. Neue Felgen, Reifen, Bremsen, eigentlich alles. Ein bisschen klein ist die ZV-Puppe, die lege ich um. Also die verlege ich um. Ich verlege quasi in die Türtafel, damit die auch verschwunden ist und all so ein Zeug. Der Motor wird noch zerlegt. Es ist ein VR6-Umbau und der VR6-Motor wird zerlegt. Den werde ich auch komplett frisch machen. Der wird dann noch aufgebaut auf 2,9 Liter. Das ist jetzt ein 2,8er. Aber gut, das kommt alles erst später. Da gibt es dann auch Videos zu. Heute jedenfalls kümmere ich mich um Zusatzanzeigen, und zwar um Öltemperatur, Öldruck und ja, auch eine Voltanzeige kommt da rein. Aber gut, das ist halt, die Voltanzeige ist so eher so ein Platzhalter, weil brauchen tut man eigentlich wirklich nur Öldruck und Öltemperatur bei so einem Motor. Die Lambda-Anzeige ist schon eingebaut, und zwar sieht man das hier. Da ist schon von AEM eine Lambda-Anzeige drin. Und da kommen jetzt die weiteren drei Zusatzanzeigen rein mit, wo haben wir den hier? Mit der Blende. Ist alles soweit original. Und es kommen auch originale VDO-Anzeigen rein. Also das ist originale, aber VDO-Anzeigen, damit das alles so originaltreu wie möglich aussieht. Und jo, damit werde ich jetzt mal starten und euch zeigen, wie das so funktioniert. Ja, so, und zwar habe ich jetzt die Anzeige mal ausgepackt. Da haben wir hier zum ersten Mal Öltemperatur. Dann haben wir die Voltanzeige. Und den Öldruck. Ja, bei der Voltanzeige ist ja an sich kein Problem. Das sieht man auch bei den Anschlüssen. Da hat man beispielsweise einmal die Anschlüsse, also einmal quasi die Glühlampe. Die Beleuchtung, und ja, da ist auch keine LED drin. Bei den VDO-Anzeigen ist noch eine ganz alte Glühlampe drin, mit W5W-Fassung. Ist auch ganz easy peasy zu wechseln, das Ding. Und dann hat man drei weitere Anschlüsse. Ich muss das mal so ein bisschen ins Licht halten, mal gucken. Ja, und zwar hat man Plus, ganz unten ist Minus und ganz rechts ist S. Ja. Das S ist bei dem auch nicht belegt, wie man sieht. Weil das S würde für Sensor stehen, und Sensor braucht man bei Voltanzeiger nicht. Also schließt man quasi die Lampe an, plus minus hier ran, und schon hat man die Voltanzeige in Betrieb. Mit der Lampe muss man jetzt schauen, ob man das jetzt auf Dauerbeleuchtung haben möchte. Also man möchte ja auch nicht, dass die Voltanzeige dauerhaft läuft. Also muss der Plus natürlich an Klemme 15 angeschlossen werden am Fahrzeug. Klemme 15 ist Zündungsplus. Und die Lampe würde ich auch mit einem Kabel auf Masse legen, und das andere Kabel, ist ja bei der Glühlampe kackegal, welches Kabel man wohin legt, eins wie gesagt auf Masse, und das andere Kabel würde ich auf die Klemme 58 legen. Die Klemme 58 ist für das Standlicht zuständig. Kann man direkt am Lichtschalter abnehmen oder an der Zentralelektrik. Ja, so würde ich die Voltanzeige verkabeln. Dann haben wir hier die Öldruckanzeige. So, hier sieht es wieder sehr ähnlich aus. Glühlampe, einmal für Masse, einmal für die 58. Und dann haben wir hier auch Plus, unten Minus und rechts S. Ja, das ist wieder klar. Plus kommt auf Zündungsplus, Minus auf Fahrzeugmasse und S kommt an den Öldrucksensor. Der sieht so aus.
Und zwar zieht sich dieser Sensor über das Gehäuse seine Masse und der S-Kontakt, also der Sensor, Sensorkabel kommt von hier oben dann zur Anzeige an Klemme S. Und ja, um diesen Sensor, der hat dieses ganz normale Gewinde, was heißt ganz normale Gewinde, jedenfalls ist es eher fahrzeugspezifisch. Ich glaube 3/8 Zoll oder sowas, irgend so ein Zollmaß, das weiß ich jetzt nicht auswendig. Jedenfalls wie ein Öldrucksensor von VAG-Konzern quasi. Ach, quasi, hast du quasi wohl wieder. Mensch, was wollte ich sagen? Das ist jedenfalls das genormte Gewinde für die Ölanschlüsse, ob jetzt nur Öltemperatur oder Öldruck, egal was jetzt halt im VAG-Konzern üblich ist. So, jetzt haben wir das. Das kann, also man dreht dann also den Öldrucksensor, den man am Ölfiltergehäuse, also am Ölfilterflansch hat, dreht man raus. Und dann könnte man rein theoretisch den auch reindrehen. Das Problem ist dann bloß, dass dann der originale Öldruckmesser, ja, oder der originale Öldrucksensor nicht mehr im Gehäuse sitzt. Wäre dann ein Problem, weil dann würde natürlich im Tacho die Anzeige angehen. Oder im Kombi-Instrument oder was auch immer. Um das zu umgehen, gibt es dann diese Adapter. Oh, Entschuldigung, hier. Wo man dann einen Y-Abgang hat. So, da hat man den. Und zwar, na, ich pack den aus, hält man es besser. Und zwar hat man hier wieder sein Gewinde. Das heißt, am Ölfiltergehäuse dreht man den originalen Öldrucksensor raus, dreht da dieses Y-Stück dann rein und hat dann hier zwei Abgänge, wo man den originalen Öldrucksensor hier reindrehen kann und hier dann den VDO-Öldruckgeber für die Anzeige. So, damit man halt seinen originalen Öldrucksensor weiter betreiben kann und auch die VDO-Anzeige. Ja. Kann man sich auch aussuchen, man kann auch hier den Öldrucker von VDO reindrehen und hier den originalen, je nachdem wie es passt am Auto. So, dann haben wir noch die Öltemperaturanzeige. Die sieht dann so aus. So, wieder ein altgewohntes Bild. Einmal, ne, Beleuchtung, 58er Masse. Hier auch wieder Klemme 15, Masse und hier den Sensorkontakt. Der Öltemperatursensor, den habe ich hier, ist auch noch eingepackt. Da kann man ja im Prinzip genau dasselbe machen wie bei dem Öldrucksensor. Man nimmt sich dann also das Y-Stück und dreht diesen dann da rein. Das einzige, was ich jetzt gerade nur noch sehe, was gerade echt ein Problem ist, was mir gerade erst jetzt auffällt, dummerweise, ist das, ja, man sieht es ja selber, wenn der hier drin ist, kann man hier an der Seite den originalen Sensor nicht mehr reinschrauben. Das natürlich, ja, also ich werde es mal probieren, vielleicht reicht es vom Gewinde her für den Sensor, dass er nicht anstößt, aber so wie es aussieht, wird der Öltemperatursensor dieses Loch so weit verschließen, dass denn kein Öldruck mehr anliegt. Hm. Naja, das sieht natürlich sehr schlecht aus. Ja gut, da muss man sich was einfallen lassen. Ob ich den Öltemperaturgeber woanders reinsetze oder der VR6 hat ja auch einen originalen Öltemperaturgeber, ob ich dann einfach diesen rausschraube und dann den hier vom VDO reinsetze oder ich werde mal die Widerstände ausmessen, weil im Prinzip ist das ja auch nur ein, ja, NTC, PTC weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall ein temperaturabhängiger Widerstand. Und wenn der sich mit dem originalen Sensor, der jetzt schon im Motor verbaut ist, deckt, dieser Widerstand, dann kann ich auch den originalen Sensor einfach brücken, oder was heißt brücken? Ja doch, brücken, ja. Nicht brücken, ich mache einfach einen parallelen Abgang für die Anzeige, weil man ja auch in der MFA die Öltemperatur hat. Und dann kann ich die Öltemperatur auch abgreifen oder das Signal abgreifen, das Widerstandssignal für die ja, VDO-Anzeige. Gut. Ja, so, die untere Verkleidung habe ich schon mal entfernt, um an die Zentralelektrik ranzukommen. Das ist hier der CD-Kasten vom 2er Golf. So, dann werde ich mal diese Klemmen abmachen.
kann man die so leicht anheben und aus ihrer Halterung nehmen. Naja, leicht ist gut. So, jetzt dann haben wir den ganzen Kabelsalat hier zu hängen. Und dann werde ich mich gleich mal mit einem Multimeter bewaffnen, weil ich jetzt nicht mehr genau auswendig weiß, an welchem Kontakt Sinusplus anliegt und wo Dauerplus anliegt. Und dann muss ich noch schauen, wo auch der Anschluss für die Klemme 58 ist, also für das Standlicht, damit auch die Beleuchtung bei den VDO-Anzeigen natürlich auch nur dann angeht, wenn man auch das Licht einschaltet und nicht dauerhaft. Ja, und dann werden die Kabel verlegt.